auf jeden Fall, es führt zum besseren Zusammenhalt in der Gesellschaft, freiwilliges Engagement. Genau. Mhm. Genau, es führt zu sozialen Bindungen, es schützt vor Isolation. Mhm. Es bereichert das Zusammenleben in einer Gesellschaft. Genau, und es ist halt auch, man hat halt auch einen anderen Blick auf gewisse Sachen und man ist halt nicht immer irgendwie so auf seine eigenen Probleme konzentriert, sondern kann halt auch mithelfen und auf jeden Fall, es führt halt auch auf jeden Fall zu einer Horizonterweiterung, ja. Genau, ich finde die, was die Hilfe kriegen, da war es das eigentlich eh logisch, aber auch die, die helfen, also die haben dann auch eine sinnvolle Beschäftigung in der Zeit und das macht auch wieder Selbstvertrauen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Genau. E-Book steht für interkulturelle Begegnung und Kulturvermittlung. Es ist ein Verein, bei dem es auch um Wissensaustausch geht, um Kulturaustausch, um Horizonterweiterung. Wir haben halt verschiedene Projekte im Bildungs- und Integrationsbereich. Unser wichtigstes Projekt ist das Lesetandem. Genau, das ist immer ein Projekt, wo ehrenamtliche Kinder mit einer Leseschwäche unterstützen, vor allem auch, wenn es ums sinnerfassende Lesen geht. Kinder, die die Texte nicht gut verstehen können, dann sind sie einfach in jedem Schulfach schwer. Und da setzt dieses Projekt an. Die Ehrenamtlichen treffen sie einmal in der Woche mit einem Lesekind in der Schule oder im Hort und lesen gemeinsam. Und da steht vor allem auch die Freude an den Büchern und uns. Die Interessen der Kinder im Mittelpunkt. Und da passiert auch ganz viel Beziehungsarbeit. Das ist generationenübergreifend. Und da gibt es ganz, ganz viele schöne Erfahrungen. Verändert hat sich so, dass wir halt einfach nur mehr Kontakt mit den Lesementorinnen gehabt haben. Und wir haben halt gemerkt, wir haben schon immer gewusst, dass das ganz wichtig ist, für die Lesementorinnen den Kindern einfach diese Aufmerksamkeit zu schenken. Aber in der Corona-Krise haben wir halt öfters mit denen telefoniert, mit den Ehrenamtlichen. Und da haben wir das eigentlich ganz intensiv mitgekriegt. Und eigentlich positiv, also es war total positiv. Ja. Man muss sagen, es hat uns ja wirklich hart getroffen. Es haben ja keine betriebsfremden Personen in die Schule oder in den Hort dürfen. Von daher war eigentlich unsere Grundlage weg. Und wir haben wirklich intensiv versucht, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Und unsere Lesementoren haben da auch wirklich gleich mitgemacht. Es ist sofort mit digitalen Lesevideos gestartet worden, die wir entweder im Büro mit den Mentorinnen aufgenommen haben oder die sie auch selber daheim aufgenommen haben und die haben an die Schulen geschickt. Und das ist sehr gut angekommen. Und dann haben wir beschlossen, wir starten einen YouTube-Kanal und haben dann da Videos wöchentlich veröffentlicht und das ist sehr gut angekommen. Genau, die Lesementorinnen sind zu uns ins Büro gekommen, haben halt vorgelesen aus den Büchern, wo wir halt von den Verlagen die Rechte gekriegt haben. Und ja, das ist eigentlich sowohl bei den Lesementorinnen als auch bei den Kindern ganz gut angekommen und privat eigentlich auch im Freundeskreis, was wir so mitgekriegt haben. Es war so, dass wir durchs Telefonieren mit den Freiwilligen, dass wir mitgekriegt haben, okay, sie fühlen sich schon einsam, weil unsere Zielgruppe, sage ich jetzt mal, was die Ehrenamtlichen betrifft, sind halt mehr Pensionistinnen und Pensionisten. Und unsere älteste Ehrenamtliche war bis vor kurzem 91. Jetzt die zweitälteste 83, ja. Und es ist so, wir haben halt schon gemerkt, die fühlen sich einsam und die vermissen die Lesekinder. Und die Lesekinder haben halt auch in der Zwischenzeit einmal Geburtstag gehabt oder irgendwas anderes. Und sie haben halt Geschenke für die Kinder besorgt. Haben aber nicht gewusst, wie sie es halt weitergeben sollen. Und ja, es war schon ein wenig deprimierend, wie wir mit denen telefoniert haben, weil schon, also das war schon ein Anzeichen von Einsamkeit. Auf jeden Fall. Das, was mich halt sehr berührt hat, war, es war trotzdem so, wenn man mit einer geredet hat, dass sie eigentlich die eigene Situation
Man hat es mitgekriegt, aber sie haben das nicht in den Vordergrund gestellt, sondern es war eigentlich die Sorge immer, wie geht es dem Lesekind, wie geht es der Familie von dem Lesekind, könnte die irgendwas tun. Sie haben öfters nachgefragt, kann man schon wieder in die Schule, wo wir sie dachten, ja toll, dass diese Bereitschaft so da ist, aber wo wir auch gebeten haben, also dass wir da wirklich auch vorsichtig sind. Wir haben uns Sorgen um sie gemacht, wir wollten sie nicht gefährden. Und wir hoffen darum, dass wir im Herbst halt dann wirklich halbwegs normal starten können. Was zum Beispiel jetzt auch ist, also wir haben ein zweites Projekt, das heißt Linz lesen leben, Sprachausflüge durch Linz. Heuer haben wir halt eben den Schwerpunkt Klima und Umwelt und arbeiten auch mit den Klimakoordinatoren von der Stadt Linz zusammen und haben halt auch Lesementorinnen gefragt, ob sie als Begleitpersonen mitgehen wollen. Und es haben sich so viel freiwillig gemeldet und es war halt auch ein Zeichen von uns, okay, die sind total motiviert und die wollen einfach jetzt wieder durchstarten und nehmen aber überhaupt keine Rücksicht auf ihre Gesundheit. Also dass sie jetzt zum Beispiel, dass sie sich jetzt in eine Gefahr stellen oder so, nein, das ist überhaupt kein Thema. Ja, ich finde, dass die Corona-Krise uns gezeigt hat, nur mehr, also wie wichtig freiwilliges Engagement ist. Und dass wir alle miteinander nur mehr auf uns achten müssen. Wir haben beschlossen, dass wir einen noch engeren Kontakt zu den Lesementoren haben möchten in Zukunft. Auch mit den Familien der Kinder, das haben wir bis jetzt noch nicht so gehabt. Und uns ist auch klar geworden durch diesen ersten sehr überraschenden Lockdown, dass wir uns in Zukunft auf solche Situationen vorbereiten müssen. Also dass man wirklich relativ schnell umschalten kann oder über parallel sagt, es gibt das Angebot vor Ort in Schule und Hort oder digital, interaktiv oder über YouTube, über unsere Homepage, was auch immer. Also dass wir da einfach nur flexibler sind in Zukunft. Aber da muss ich halt auch sagen, das sind auch die Fördergeber gefragt. Also wir brauchen halt auch die Unterstützung, dass wir, weiß ich nicht, diese Schutzausrüstungen haben, dass wir auch also wirklich technisch so gut aufgestellt sind, dass das auch funktioniert. Also tadellos, dass man einfach, wie du gesagt hast, umschalten kann und loslegen kann. Aber ich finde auch, dass Corona, also viele haben über eben diese soziale Distanz geredet und dass sie alle irgendwie voneinander entfernt haben. Ich würde das jetzt nicht so sehen, weil es hat ja von Ulf auch das Nachbarschaftsprojekt gegeben, von Spallermichl, also Einkaufen für die Nachbarinnen und Nachbarn. Das habe ich gemerkt, also wir haben das auch in unseren Nachbarschaften gemacht. Und bei uns war das zum Beispiel so, das hat uns nur mehr zusammengebracht. Also früher, weiß ich nicht, das höchste der Gefühle war einfach nur grüßen. Und das war's. Jetzt sind wir halt auch so füreinander da, wenn es irgendwas zum Reparieren gibt, kommt dann auch auf den dritten Stock in den ersten und macht was. Also solche Projekte sind auch total wichtig und gehören auf jeden Fall gefördert. Also was mir nur einfällt, ist auch, dass wir uns in der Corona-Krise mehr mit Organisationen, die im Freiwilligenbereich tätig sind, ausgetauscht haben. Und Ulf hat da auch einige Online-Seminare angeboten und diesen Austausch ermöglicht. Und das hat uns eigentlich sehr gut getan. Da haben wir Anregungen gefunden, da haben wir Erfahrungen austauscht und das möchten wir gern beibehalten.